Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Batman Arkham City. City, nicht Asylum, City. So, und wir sind ja letztes Mal hier gewesen und haben richtig, ich erinnere mich, wir haben die ER-Trainings. Realitätstraining online. Genau, die sind nämlich online und die haben wir letztes Mal so ein bisschen abgeschlossen gehabt und wir haben zwei von. Ne, wir haben drei von vier. Haben wir drei von vier schon? Oder ist das drei von vier? Das ist drei von vier. Wem sagst du das? Erinnerst du dich an einen Winter, der so war? Du weißt schon, als du klein warst. Ach, jedes Jahr wird's etwas kälter. Ich glaube, daran ist Freeze schuld. Hört, er mag es kalt. Wette, der kühlt den ganzen Planeten runter. Mir hat's schon gereicht, die Pappen. Kameradefekt, Sektor 4. So, endlich halten die mal die Klappe. Ich wollte die hier noch schnell machen, weil ich wollte unbedingt die Greifschubhaken-Beschleunigung haben. Je nachdem, wie geschickt ich mich jetzt hier anstelle, wenn so wir das... Batman hier. Ich frage mich gerade, wie ich das schaffen soll. Oder geht das so? Warte. Nein, das geht nicht so. Hä? Warte. Okay, ich weiß schon, wie es geht. Warte. Wir können das noch schaffen. Warte. Oder können wir das noch schaffen? Nein, wir können das nicht mehr schaffen. Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Ja, natürlich ist das fehlgeschlagen, weil ich doof war. So. Ich werde jetzt, also wenn ich es jetzt nicht schaffen sollte, sagen wir mal so, ich werde es jetzt nicht auf Teufel komm raus versuchen, wenn, dann machen wir das dann doch mal später, wenn ich dann drinnen bin im Fliegen. Aber wenn wir die jetzt bekommen würden, wäre ja schon ganz cool. So, da drüben ist das Riesenziel, das ist ein bisschen größer, wenn wir da auch wirklich durchkommen. Und da ist ein ganz kleines, das war gar nicht das Ziel. Erweitertes Realitätstraining abgeschlossen. Absolviere eine weitere ER-Trainingseinheit, um die Greifhaken-Schubverbesserung freizuschalten. Die hätte ich halt gern, weißt du? Kann das wahr sein? Stimmt all das, was man sich über ein Leben bei Joker Enterprises erzählt? Ich fürchte, ja, alles wahr. Aber sind es mal positiv. Wenigstens wisst ihr, auf was ihr euch da einlasst. Und ich kann euch eins versprechen. Ihr bleibt für immer. Vorsicht, Batman ist hier. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Dann kommen wir nämlich auch schneller durch die Stadt und das wollen wir doch eigentlich auch. Dann können wir nämlich echt schneller fliegen. Runter. Hoch. Oh, oh, ich weiß nicht, ob er da durchfliegen kann. Runter. Hoch. Und da drüben landen. Das sind noch die einfachen Sachen. Es gibt tatsächlich, glaube ich, eine, die ich damals ziemlich schwer fand. Ob ich die immer noch so finde, weiß ich nicht. So. Und er bitte Greifhaken Schubabwurf, das können wir erst jetzt abwerfen. Angefordert, Sir. Haben Sie beim Packen etwas vergessen? Nein, Alfred. Ich glaube, ich brauche den Greifhaken Schub. Aber Mr. Fox sagte doch bereits, dass es noch nicht einsatzbereit ist. Wir sind noch in der Prototypphase. Ich habe lange genug trainiert. Ich bin bereit. Position des Greifhaken Schubs ansehen. Jetzt müssen Verbesserung abgesetzt und bereit aufgenommen zu werden. Ja, Bad Computer, red mir nicht immer dazwischen. Wenn wir das jetzt schon gemacht haben, dann können wir es uns ja eigentlich holen. Hier brauchen wir. Oh, ich weiß, was wir hierfür brauchen. Schnelligkeit. Wir müssen das, glaube ich, mit dem anderen Battering machen, den wir, glaube ich, noch nicht haben. Wir machen jetzt den Kampfpanzer einfach mal voll, damit wir echt... Weil im Moment sind es wirklich, bei den Anfängen ist es halt einfach, dass die Leute mir zuhauen. Nachher sollten wir dann wirklich auch auf das die Panzerung mit dem wegen dem Schießen gehen. Markiert habe ich das, ne? Ja, super. Darauf sollten wir dann auch unbedingt gehen, weil die dann halt mit Schusswaffen ein bisschen mehr rumhantieren. So, Moment, dann gehen wir mal hier rüber, weil jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, ob da keine Gegner sind oder sowas, dass wir uns jetzt... irgendwohin manövrieren, wo wir gar nicht hin wollen. Alter, guck dir mal das riesige Fragezeichen an. Das müssen wir, glaube ich, wieder richtig zusammensetzen. Irgendwo muss der Punkt eigentlich sein. Ich denke mal, der ist irgendwo weiter unten. Oder hier oben. Nee, ich weiß, wo der Punkt ist. Ich weiß, glaube ich, sogar, wo der Punkt ist. Moment. Oder? Ach, übrigens, hier ist der Greifhaken. Super. Achso. Greifhaken-Schub-Prototyp. Erhöht die Geschwindigkeit des Greifhaken-Systems und katapultiert dich hoch über das Ziel in die Luft. So kannst du dich durch die ganze Stadt bewegen, ohne jemals den Boden zu berühren. Absolut korrekt. Und jetzt können wir, pass auf. Ja, es gibt neue ER-Trainingseinheiten, das ist klar, aber das machen wir jetzt nicht. Wir wollen ja jetzt nicht die ganzen Trainingseinheiten machen. Wir machen das später dann, wenn wir daran vorbeikommen. Oh, guck mal, da ist eine. Guck mal, jetzt drücke ich F und Leertaste und dann... Pfiou. Fliegen wir eigentlich hoch, wenn ich es könnte. Guck, pass auf. Leertaste drücken.
Und dann zack. Und dann geht's hier rüber und dann können wir hier einfach weiterfliegen. Ist das nicht cool? Ist das nicht cool? Und das haben wir jetzt schon. Und die Trainingseinheiten sind da drüben. Machen wir später, weil die sind jetzt eh schwerer. Außerdem haben wir jetzt schon, hab ich schon ein paar Minuten damit verbracht. Wir müssen ja unbedingt auch mal das Signal vom Joker finden. Sonst finden wir den ja nicht. Wir müssen ja mal ein bisschen hier den müssen wir ja aufhalten. Also der macht ja hier nicht. Ja, aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Batman ist hier? Nein, wo? weil hier ist ja Jokers. Und so feige, um hier unten mit mir zu kämpfen. Nö, eigentlich nicht, aber ich dachte, ich könnte den hier oben leise ausschalten und auf einmal war er. Komm, wir holen uns den jetzt auch noch, weil der uns beleidigt hat. Moment. Auf den Kopf! Hahaha, was sagst du jetzt? So. Das musste gerade sein, Entschuldigung. So, und jetzt gehen wir mal hier hoch. 140 Meter. Könnten nicht, dass wir jetzt irgendwo doch in eine Schießanlage reinfliegen. Was ist denn das da? Meine verdammten Kippen. Hatte ich nicht gesagt, dass du mir welche holen sollst? Was ist passiert? Ballons. Ich konnte keine finden. Bitte. Ballons. Ist nicht meine Schuld. Außer dir sehe ich Ballons. Du bist derjenige, der nicht getan hat, was er tun sollte. Das heißt dann wohl, dass du auch derjenige bist, der leiden wird. Oh, bitte. Nein. Ein politischer Gefangener, wir müssen ihn das retten. Das wird ein Spaß. Vorsicht, die Fledermaus. So, mein Freund, du machst hier keine politischen Gefangenen mehr. Die haben nämlich einen befreit. Nebenmission Gewaltakte. Setz den Detektivmodus ein, um das Telefon zu finden. Er hat zu viel Angst. Da ist ein Telefon. Oh, scheiße, wir müssen unbedingt dahin. Ich weiß schon, was kommt, aber das ist gut. Das müssen wir machen. Das müssen wir unbedingt machen. Wenn das Telefon klingelt, müssen wir rangehen. Hallo, Batman. Zazz. Kennst du meine Stimme noch? Victor Zazz. Höchst persönlich. Freut mich, dass du dich erinnerst. Ich werde dich nie vergessen. Ich habe mir ein ganz besonderes Spiel ausgedacht, Batman. Nur für dich. Klingeling. Klingeling. Zazz. Gucken wir uns erstmal die Charakterbiografie an. Der richtige Name von Zazz ist Victor Zazz. Und er ist vom Beruf professioneller Verbrecher, kommt aus Gotham City, hat blaue Augen, keine Haare, aber sie waren mal blond. Er ist 1,73 Meter groß, wiegt 68 Kilogramm und hatte sein erstes Erscheinen im Batman Shadow of the Bat Nummer 1 im Juni 1992. Und Zazz ist ein völliger Soziopath. Er hatte ein sorgenfreies Leben und wurde doch zum Serienmörder. Seine Opfer werden von ihm völlig willkürlich ausgewählt. Zazz geht es nur um die Anzahl der Toten. Für jedes seiner Opfer ritzt er sich einmal in den Körper. Eine besondere Stelle seines Körpers hat er für Batman reserviert. Seit man ihn nach Arkham City gebracht hat, weiß niemand, wo er sich aufhält. Die steigenden Mordraten dort sprechen allerdings für sich. Und wir sehen, Zazz hat schon so einige in seine Haut geritzt. Also, er hat einiges auf dem Kerbholz, echt. Ein Soziopath mit keinerlei Achtung für Menschenleben geht bei seinen Morden nie gleich vor, was es schwer macht, seine Spur aufzunehmen und hat ein zwanghaftes Bedürfnis, andere zu töten. Wie ein sympathischer Mensch er doch ist. Ja, kam vor einer Weile zurück. Sie war auf 180 und wollte, dass irgendeine Ärztin zu Joker gebracht wird. Ach ja? Ich wusste, dass du zu viel Angst vor mir hast, Batman. Die beiden? Haben sie, weißt schon. Nein. Naja, keine Ahnung. War was anderes. Weißt du noch, was die beiden für einen Müll angeschleppt hatten? War total ekelhaft. Und das aus dem Mund eines Kamera ist ausgefallen. Nein. Er ist auch nicht alles, Mann. Es ist Batman. Es ist Batman. Was? Wo? Haben wir das vorhin schon gehört? Was die immer alle sehen hier? Also berühmte Persönlichkeiten, aber ich kann die nicht entdecken. Vielleicht sind sie auch geistig verwirrt. Vielleicht sollten wir ihnen helfen. Vielleicht sollten sie wirklich sich mal lieber in eine Runde schlafen legen. Ich meine, so ein Schläfchen würde sie vielleicht mal beruhigen. Und sie würden nicht immer irgendwo Batman sehen. Sektor 4. Zum Henker sollen wir da reinkommen.
Also so wie ich das sehe, ist müssen wir da rein, ne, oder? Gucken wir gerade mal, 63 Meter. Ich glaube, wir sind ganz gut hier. Was glaubst du wie? Er würde sein Greiflings benutzen. Vermutlich käme er dann durch den Hauptturm rein. Hier. Ja, wir sind genau drauf. Alfred, ich muss irgendwie in das Sionis-Stahlwerk reinkommen. Haben Sie es mit der Vordertür versucht, Sir? Wieso bin ich da nicht selbst drauf gekommen? War offenbar zu leicht. Mal sehen. Wenn alle anderen Zugänge versperrt sind, wäre der einzige Zugang... Nein, das ist Selbstmord. Der Hauptschornstein? Okay, also dann. Dringe über den Hauptschornstein in das Sionis-Stahlwerk ein. Ich glaube, das ist der Hauptschornstein. Das nenne ich mal ein bisschen heiß hier unten, oder? Ich glaube, wir sollten hier schnell mal verschwinden. Das ist nicht so gut. Ich glaube, Alfred war auch nicht so ganz davon begeistert, dass wir hier drinnen irgendwie jetzt hier durchlaufen. Der Dampf aus diesem Ofen wird mich lebend kochen. Ich muss die Kohle irgendwie herunterkühlen. Kein Problem, mein Freund. Wir machen einfach mal hier ein bisschen die Tür auf. Und was kommt raus? Wasser! Was erwartet uns? Oder was erwartet? Kann ich jetzt hier? Kann ich jetzt hier einfach zacki zacki machen? Ja, kann ich. So, hier können wir ein bisschen klettern. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Tutorial-mäßig noch, was wir hier machen können oder sollen oder wie wir klettern können. So, ja, so einmal hier rüber aufs Geländer. Dann jetzt hier runter. Wunderbar, läuft da alles. Jetzt müssen wir hier den Detektivmodus anmachen und dann sehen wir, dass die Wand da unter uns nicht so... Also, dass es eine strukturell schwache Bodenplatte ist und die können wir jetzt einfach... Ich würde sagen, es geht... Moment, dreh dich um, Batman, damit es ein bisschen spektakulärer aussieht. Was? Hallo? Ich habe gesagt, umdrehen. Nein! Batman? Okay, dann... Nein! Er will sich nicht zu uns drehen, wenn er das zündet. Okay, dann Abflug! Ich wollte es eigentlich cool aussehen lassen, Batman, aber wenn du nicht in die Kamera guckst dabei, kann ich es jetzt auch nicht machen. Was steht da? Danger! Keep out! Gotham Security! Ich glaube, das ist eine Warnung an uns. Die wussten, dass wir hier vorbeikommen. Ladebucht? Das sieht sehr heiß aus. 58 Gegner geordnet, 16 sind bewaffnet, 42 sind Dings. Setze Batarangs ein, um die Schalter zu aktivieren, die außer Reichweite sind. Achso, ja, das da ist ein Schalter. Aus! Jetzt ist es nicht mehr so heiß. Ja, Joker will, dass man ihn für krank hält. Dann zack, erwischt. Weiß nicht, Mann. Sieht ziemlich krank aus. Meinst schlimmer als sonst? Schnauze! Was ist, wenn nicht jemand hört? Na und, so wie sich das alles anhört, weilt er nicht mehr lange unter uns. Wenn's erst soweit ist, werde ich mich Two-Face anschließen. Wieso solltest du das tun? Der ist noch... Habe ich euch nicht etwas Unterhaltung versprochen, Jungs? Bitte, ich habe alles versucht. Tja, hätte es nicht mehr anstrengend sein. Die Quacksalberin hat Mr. J hängen lassen. Und ihr wisst, was das bedeutet. Oh, ich glaube, das können wir noch besser. Komm ran, Mr. Hammer. Marley? Komme, Mr. J. Oh, ich glaube, wir müssen sie retten, ne? Also, wenn sie noch lebt. Ich weiß nicht, ob sie den Sturz jetzt gerade überlebt hat oder nicht. Ich weiß noch nicht, ob wir das hier überleben werden. Doch. Ich weiß noch nicht, ob wir das hier... Doch. Ist hier noch was? Ist vielleicht hier eine Riddler-Trophäe oder sowas versteckt? Nein. Helf mir! Sie lebt noch! Hallo! Halt! Planänderung. Bring sie in die Schmelzkammer. Mr. J will, dass sie ruhig noch etwas länger leidet. Also gut, raus mit dem Rest von euch Idioten. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Geht zum Schneemann und bringt ihn hierher zurück. Sofort! Er wird dafür bezahlen, dass er Mr. J über den Tisch gezogen hat. Holt ihn her! Meint sie mit Schneemann Mr. Freeze? Aber auf jeden Fall sind es nur noch 14 Gegner und davon sind nur 2 bewaffnet. Und zwar der und noch irgendwo einer. Weiß ich jetzt nicht. Gehen wir mal weiter. Jetzt haben wir eine Chance gegen die. Klang, als würde sie Freeze den Krieg erklären. Ja, sie klang sauer.
Was hat er mit Joker und diesem ganzen Mist zu tun? Was weiß denn ich? Seit kurzem dreht sie doch ständig durch. Joker ist vermutlich schwer krank. Ja, sieht so aus. Hätte gedacht, dass es ihn ewig gibt. Weißt du, was ich meine? Vielleicht hat es ja was mit dem ganzen Mist auf Arkham Island zu tun. Du hast gesehen, was passiert ist, oder? Nur das, was man im Fernsehen sehen konnte. Er war sowas wie ein verdammtes Monster. Er war riesig. Ich dachte, der fängt jeden Moment damit an, Hubschrauber vom Himmel zu schlagen. Kurz danach sieht er wieder völlig normal aus. Ja, normal. Als ob der normal aussah. Naja, okay. Er sah halt wie Joker aus. Ja, es war komisch. Ich glaub das nicht. Das gehört alles zu Jokers Plan, ganz sicher. Der überlebt das. Der verarscht Batman, mehr nicht. Ich frage mich gerade, warum ich das da hinten ausgemacht habe, wenn es das immer noch gibt, den Dampf, und was ich da hinten hätte finden sollen. Aber da konnte ich doch nichts finden, oder? Weiß ich jetzt nicht. Müssen wir mal da mal gucken, jetzt sind es nur 10 Gegner. Gut, angeblich wurde Wayne hergebracht. Legen wir ihn als nächstes um. Apropos umlegen, pass mal auf, guck mal, wie gut der liegen kann. Gut, wa? Habe ich lange geübt für. Heute Nacht wirst du sterben, Batman. Nein, heute Nacht nicht. Viel zu jung und viel zu hübsch zum Sterben. Ich bitte dich. Im Gegensatz zu dir, ich meine, du siehst aus wie ein Clown. So. Nein, du wirfst nichts nach mir. Du auch nicht. Dafür lege ich dich um. Oh. So. Bin ich mit dir fertig? Guck, die schießen jetzt zum Glück nicht. Deshalb gut, dass wir das mit dem Kampfpanzer gemacht haben. So und so und so und so. Der letzte. Maximaler Kombinationsbonus und dreifache Variationsbonus. Und da oben ist... Was zum Teufel machst du hier? Du solltest doch tot sein! Egal, du kommst nicht an Mr. J ran. Wir sind hier oben in Sicherheit. Kannst du ruhig da unten bleiben und verbrennen. Das ist jetzt nicht so nett von dir, Harley. Ich habe den Joker gefunden. Aber ich komme nicht ran. Ihnen fällt sicher eine Lösung ein, Sir. Ja, ganz bestimmt. Ich habe gesehen, wie eine Ärztin verschleppt wurde. Ich suche sie und kümmere mich dann um den Joker. Rettet die Ärztin vor Jokers Handlangern. Und das ist da drüben. Und wir sind hier. Wie die Karte mir gerade freundlicherweise sagt. Und damit ist Harley verschwunden. Also wir kommen da oben nicht rein, weil die Tür echt zu ist. Und die ist so zu, dass wir da gar nicht durchkommen. Deshalb müssen wir erst die Ärztin retten. Und die Ärztin müssen wir sowieso retten. Aber wir retten sie in der nächsten Folge von Batman Arkham City. Weil, also die Ärztin muss da noch jetzt ein bisschen aushalten. Ich hoffe, die übersteht das auch. Weil, also, ich meine, wir müssen zum Joker und die Ärztin. Und jetzt muss die da ein bisschen noch bis zur nächsten Folge warten. Das wird wahrscheinlich ein bisschen schwer für sie werden. Aber Batman hat ja nicht immer Zeit zum Arbeiten. Er muss sich jetzt auch erstmal eine kleine Pause gönnen. Und wir sehen uns dann in einer neuen Folge von Batman Arkham City. Die hoffentlich wieder. Macht's gut, bis dahin, tschüss.